Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin die Miri und unser Hans ist mal wieder in der Wüste unterwegs, wo er jetzt die Mumien töten muss. Hier oben scheint es Kohle zu geben. Sehr schön. Ich liebe es, wenn mir Kohle geschenkt wird. Okay. Da muss ich auch was sprengen. Und hier offenbar auch. So, die Schlangen müssen wir auch noch mal zerstören. Mumien und Schlangen waren die beiden Monster, die wir aus der Wüste noch haben von unserer Monster Questliste. Der Schleim interessiert mich nicht. Dunkle Stiefel. Ich glaube, die habe ich schon ein paar Mal verglichen. Oh. Hoppla. Wow. Gut, das ging flott. Wir sollten uns hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser wappnen. Diesmal nehmen wir gebratene Pilze. Wie komme ich denn hier am besten runter? Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal... Oh, was ist ein Weg? Ich werde jetzt hier in der Mitte meine Bombe zünden. Oh, das hat schon mal nichts geholfen. Schlecht. Dann vielleicht hier. Auch nichts. Ich will jetzt aber auch nicht alle Bomben, die ich habe, hier verwenden. Vielleicht haben wir ja noch etliche Mumien. Daher... Oder ich kümmere mich halt um diesen Schleim hier. In der Hoffnung, dass irgendeiner dann den Ausgang droppt. Ja, das hat schon mal nicht geklappt bei denen. Ach, wenn sie einem nichts anhaben können, ist es einfach viel schöner. So. Einmal Iridium-Erz gab's. Ich würde mal jetzt noch einen Kaffee trinken wollen. Dreifach Espresso, damit wir ein bisschen schneller sind. Für eine gewisse Zeit. Ups. Oh. Kritisch. Sehr gut. Gibt's hier irgendwo schon einen Durchgang? Nee, ne? Ich hoffe natürlich auch immer wieder drauf, dass ich hier ein Loch finde. Oh, das ist doch so ein schöner Ort. Da kann ich doch mal richtig schöne Bombe zünden. Und dann mal gucken. Ja. Zwar kein Loch, aber immerhin eine Leiter. Oh. Wow. Aua. Eine prismatische Schere, wisst ihr was, Leute? Ich bin jetzt schon voll. Kann denn das sein? Um Gottes Willen. Okay, Leute, ich werde jetzt erstmal hier die Kaktusfrucht essen, um Platz zu bekommen. Eine prismatische Schere, wie geil ist das denn? Die dritte, die ich überhaupt in dem Spiel finde, wohlgemerkt. Jawohl. Leider habe ich bisher noch keinen Durchgang gefunden. Ich würde sagen, wir probieren mal hier unser Glück. Ich muss sagen, bisher läuft es eigentlich noch nicht so gut. Also um 14.30 Uhr war ich auch schon mal weiter unten. Ich hätte jetzt gedacht, weil wir heute etwas mehr Glück haben, also weil die Geister heute sehr glücklich sind, dass ich dann mehr davon finde, wisst ihr? Aber offenbar ist dem nicht so. Autsch. Einmal hat sie mich doch noch erwischt. Was werde ich denn los? Ich glaube, die Weißalge. Sagt mir jetzt am wenigsten zu.
Ein Loch. Perfekt. 7 Ebenen. Sehr gut. Das höre ich gerne. Ist wieder Geisterzeit. Jawohl. Das sehe ich gerne. Weniger gerne sehe ich, dass ich wieder keinen Platz habe. Jawohl. Ja, okay, ich sollte mal wieder was essen. Was habe ich denn noch? Ich meine, so viel Gesundheit fehlt mir halt einfach nicht, ne? Essen wir eine Pizza. Man kennt das, man ist in der Mine unterwegs und dann gibt's erstmal Pizza. Ach, komm. Aus dem Weg. Nerv mich nicht. Jetzt hier leider keine Durchgänge bisher. Probieren wir es hier mal mit einer Bombe. Gut, Durchgang habe ich, aber die Schlange töte ich noch. Weil notwendig. Oh, da ging es direkt weiter. Dann machen wir das mal. Oh nein, auch das noch. Gut, Schleimis sind ja nicht so ein Problem. Die können uns ja nichts. Keine Panik auf jeden Fall. Okay. Weiter geht's. Oh mein Gott. Da sind ja coole Sachen rausgekommen. Oh, was mache ich denn jetzt weg, ey? Was ist nicht so wertvoll? Der Schleim offen gestanden. Oder der Lehm, der ist sogar noch weniger wertvoll. Das hier brauchen wir auch nicht. Weil will er mich jetzt hier ärgern oder was? Ja. Ja. Dann der Schleim. Gibt es nämlich ein violettes Schleimei. Ist schon mal nix. Irgendwo muss doch jetzt noch irgendwas sein. Wahrscheinlich da unten, oder? Ja. Okay. Weg nach unten hat sich geöffnet. Wir haben auf jeden Fall schon... Naja, wir haben nicht so viel Iridium-Erz von den paar Schleimis, die wir getötet haben. Da ist nicht viel bei rumgekommen. Okay, hier gibt's auf jeden Fall reichlich Amethysten. So viel können wir schon mal festhalten. Topaz kann ich nicht mehr mitnehmen. Dann haue ich jetzt die dunklen Stiefel weg. So viel bringt das jetzt auch wieder nicht, die wegzubringen. Und schaut mal, hier ist ein Loch. Gleich mal reinspringen. 6 Ebenen runter. Level 22. Oh Gott, hier gibt's... auch wieder was, was wir nicht einnehmen können. Und noch ein Loch nach unten. Jetzt wird es langsam haarig hier im Inventar. Ich glaube nicht, dass wir so viel Schattenessenz brauchen werden. Ich glaube, ich habe auch einfach viel zu viel Essen mitgenommen. Kann das sein? So, ich meine, wir brauchen jetzt ja Iridium nicht mehr so dringend. Also springe ich direkt runter. Ich will einfach mal gucken, wie weit ich runterkomme.
Das geht auf jeden Fall. Ach, das geht auch wieder nicht. Wovon verabschiede ich mich jetzt? Von einem Stein? Aber den finde ich ja immer wieder. Ich glaube, ich nehme den violetten Pilz. Okay, weiter scheint es hier aber erstmal noch nichts zu geben. Bisher noch keinen Durchgang gefunden, kein Loch, keine Leiter. Dann graben wir uns jetzt hier systematisch weiter. Beziehungsweise zünden hier einfach mal eine Bombe zwischendrin. In der Hoffnung, dass es was bringt. Nee. Hat nichts gebracht. Schade. Jawohl. Da haben wir es doch. 21 Uhr, wir sind auf Level 29 und hier scheint es Kuchen zu geben bei dem hier. Mh, lecker. Dummerweise werde ich ihn nicht aufnehmen können. Was haue ich jetzt weg? Ist eigentlich schade um alles. Also am unwichtigsten ist vielleicht tatsächlich der Stein. Warte mal, das wollen wir nicht. Den Kuchen wollte ich haben. Kann ich bei nächster Gelegenheit dann schnabulieren. Hallo Schlange. Jetzt zum Beispiel wäre ein guter Zeitpunkt, um eine pinke Torte zu essen. Ja. Ein Loch. Ich mal reinspringen. Vier Ebenen runtergefallen. Und die Schlange ist natürlich auch direkt wieder da. Also bald müssten wir es doch eigentlich auch haben, oder? Mit den Schlangen, die wir töten mussten. Das kann doch eigentlich nicht mehr so viel sein. Ich sehe Iridium. Ach, das war natürlich wieder kein echtes, war wieder so eine Attrappe. Einmal findet man was, noch einen Krabbenkuchen. Hier. Dann ist das wahrscheinlich da drüben auch wieder nur eine Attrappe, oder? Nee, das ist sogar ein echter. Sehr gut. Bestens. So. Das kann ich nicht aufnehmen, das ist traurig. Da gibt es auch nichts weiter. Du willst Streit, ja? Kriegst du Streit. Oh, da hinten gibt es einige Boxen zu öffnen für uns. Und hier ist noch mal ein bisschen Amethyst. Also viel Amethyst, wie ich jetzt schon gefunden habe heute. Das macht uns hoffentlich reich. Und Knochen! Stimmt, Knochen. Da war was. Wir haben irgendwie auch nicht so viel Knochen hier gefunden, wie ich gehofft hatte. Was schmeiße ich denn jetzt weg? Ah, Leute, wisst ihr was? Unser Bonus ist weg. Dann nehme ich jetzt den Krabbenkuchen. Aber den Einbrecherstecher brauche ich nicht. Die Knochen nehme ich mit. Und den Rest muss ich schweren Herzens hier lassen.
geht's weiter. Es ist 0 Uhr. Tja, wir sind auf Level 35. Ich meine, wie wollen wir das, wie will man hier wirklich auf Level 100 kommen? Also schon gar nicht ohne Essen. Das können wir, glaube ich, schon mal festhalten. Das kommt wieder aus zwei Richtungen, aber das macht nichts, weil mittlerweile mache ich ganz gut Schaden. Also man muss natürlich ein bisschen mehr Glück haben. Na? Das können wir schon mal festhalten. Das kommt mir jetzt eigentlich sogar relativ gelegen, dass ich jetzt so einen Schlangenangriff habe. Wenn es mir zu heftig wird, habe ich auch direkt eine Leiter neben mir. Das ist auch schön. 1 Uhr nachts. Ja. Okay, da kommt noch einer. Okay, das ist schon mal vorbei. Ich denke, es wird jetzt leider auch Zeit für uns nach Hause zu gehen. Hatte jetzt gedacht, vielleicht findet man hier noch was, aber... Nee, also eigentlich war es ja ein sehr erfolgreicher Tag. Weg sind wir. Bevor uns diese Schlange hier noch was kann. Wir haben enorm viel Sachen gefunden, die wir verkaufen können. Also den Diamanten werde ich schon mal los. Diese ganzen Sachen. Den Rest behalte ich erstmal. Wobei, das hier kann noch weg. Bei der prismatischen Scherbe. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass wir dann auch mal unsere Waffe mal verzaubern werden. Na? Das fände ich schon nicht verkehrt. Oh Mann. 10.000 haben wir verkauft. Vieles davon natürlich hier durch die Geschichte. Ja, aber ich fand, das war eigentlich sehr erfolgreich heute. Na, Lilly? Spielst du schön? Freut mich. Etwas mehr Iridium. Also die Iridium-Ausbeute war wieder etwas unterirdisch. Aber der Rest war eigentlich ganz gut. Geister sind heute neutral, also heute auf jeden Fall keinen Minentag. Ja, stopp mal. Wo kommt denn das hier her? Abigail? Richtet die das jetzt schon von alleine ein? Oder was ist hier los? Auf einmal steht hier was. Ist ja verrückt. Also kann sie ruhig machen, ne? Ich meine, ich mach's ja eh nicht. Aber war ich jetzt ein bisschen überrascht, dass da auf einmal was steht. Oh, was will denn der Teich hier? Ah, na, das ist einfach. So eine Auster ist gar kein Problem für uns. So. Aha, der zweite Stall ist auch soweit. Den machen wir schon mal auf. Hallo? Ich würde hier gerne noch mal ein bisschen Heu hinsetzen. Das soll natürlich dann auch bei Zeiten ausgebaut werden, das ist klar. Aber... Wie ging denn das jetzt? Man konnte den Schwein... Oh, man kann das Schwein auch verkaufen, interessant. Zu Hause ändern, so. Und dann kann ich dem jetzt sagen, du wohnst ab jetzt hier. Und das bei dem anderen Schwein machen wir das genauso. Du bekommst auch ein neues Zuhause.
Dann wird das hier nämlich jetzt der Schweinestall. So, was machen wir mit dem heutigen Tag? Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass vielleicht mal wieder Zeit wird, dass wir auf der Insel vorbeigucken. Da haben wir ja auch noch einiges auf unserem Hof immer zu tun. Außerdem haben wir jetzt eine prismatische Schärpe gefunden und dann könnten wir unser Schwert verbessern. Da hätte ich schon Bock zu. Den Stoff verkaufe ich. Der Laich kommt hier rein. Ja, was jetzt Bomben angeht, bin ich nicht so sicher, ob ich das jetzt so haben möchte. Die brauchen wir jetzt eigentlich nicht bei unserem Besuch. Moment, das kommt hier gar nicht hin. So. Wie war denn das jetzt? Wir hatten doch mal eine Information, was hier was bringt beim Verzaubern. Hier. Also, Topaz macht Verteidigung. Smaragd, Geschwindigkeit, Jade, kritischer Trefferschaden. Aquamarin, kritische Trefferchance. Amethyst, Rückschlag, Rubin, Schaden und die prismatische Scherbe macht eine Verzauberung. Und dann sehen wir hier, gibt es verschiedene, kunstvoll erlaubt es dir Spezialzüge schneller auszuführen. Das hoffe ich mal, dass es das nicht wird. Käferkiller fügt Käfern mehr Schaden zu. Vampirisch entzieht einem Monster gelegentlich Lebenspunkte, ist natürlich ganz nett. Kreuzritter fügt unheiligen Monstern mehr Schaden hinzu. Heumacher. Beim Unkrautschneiden erhält man mehr Fasern und auch eine Chance. Eine Chance, Heu zu sammeln. Ja, und da gibt es die Werkzeugverzauberung. Man kann auch sein Werkzeug noch weiter verbessern. Ich könnte ja zum Beispiel auch meine Spitzhacke verbessern. Was würde ich denn jetzt für eine Verzauberung machen? Also Verteidigung klingt gut, Jade klingt aber auch nicht schlecht. Waffen können bis zu dreimal mit Edelstein geschmiedet werden und können auch einmal mit einem prismatischen Splitter verzaubert werden. Heißt es dreimal mit Edelstein plus prismatischer Splitter oder entweder oder? Das versuche ich jetzt mal kurz rauszufinden. So, ich habe jetzt lang und breit recherchiert, leider nichts dazu gefunden zu der Frage, die ich jetzt speziell hatte. Aber ich habe mich natürlich weiter informiert, was ich denn, was mir was bringt sozusagen. Bezüglich der Diamanten und so weiter. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, also der Amethyst, der würde den Rückschlag verbessern. Finde ich jetzt aber nicht so spannend. Gut ist der Aquamarin. Dadurch hat man einfach eine höhere Chance, dass man ja einen kritischen Schaden erwirkt. Das finde ich eigentlich schon mal ziemlich cool. Dann gibt es ja den Smaragd, der würde die Geschwindigkeit erhöhen. Allerdings ist das Galaxie-Schwert ja schon recht schnell. Jade würde den kritischen Treffer Schaden erhöhen. Ein Rubin macht mehr Schaden insgesamt und ein Topaz macht mehr Verteidigung. Und deswegen habe ich überlegt, dass ich einen Rubin und einen Topaz noch mitnehme. Man kann nämlich bis zu drei Verzauberungen auf ein Schwert wirken. Und ich würde es tatsächlich... Ja, wobei... Also ich bin mir halt absolut nicht sicher, wie das läuft. Ich würde es jetzt einfach mal probieren, was passiert. Und wenn mir das gar nicht passt, dann lade ich neu. Das würde ich in dem Fall wirklich mal machen, weil jetzt meine prismatische Scherbe verschwenden will ich natürlich nicht. Aber ich muss das jetzt einfach mal ausprobieren, wie hier was funktioniert. So, die Angel nehmen wir auf jeden Fall mit. Gibt es sonst noch irgendwas mehr? Denke ich nicht, dass ich das jetzt brauche. Wobei, wir könnten vielleicht einen Teleport-Totem für den Hof schon mal mitnehmen, falls ich in den Minen bin.
und schnell weg muss, sozusagen. Dafür könnten wir das schon verwenden. Ja, hatte ich sonst noch irgendwas, was ich mitnehmen wollte? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich schon wieder irgendwas vergessen habe. Diesmal habe ich ja wenigstens die Kupferpfanne bei dabei und die Gießkanne. Ich glaube, das waren die zwei Sachen, die mir immer gefehlt haben. Also, ich würde sagen, wir fangen mal auf dem Hof an. Hof. Oh, der Mangobaum sitzt voll. Und ansonsten gibt es hier eine ganze Menge Unkraut. Erstmal weg damit. Sollte meinen Pflanzen nicht zu nahe kommen. So, das hier ist nicht fertig. Aber das hier. Das hier, das hier, das hier. Sehr schön. Ich sammle erstmal ein paar Sachen hier drin. Das werden wir wahrscheinlich nicht so brauchen. Den nehme ich jetzt auch eher nicht mit. Nicht in Versuchung kommen, das noch zu verwenden. Dann nächster Stopp ist die Ausgrabungsstätte, wo wir hoffentlich viele Knochen finden. Also auf jeden Fall gibt es einige. Das waren jetzt immerhin schon mal 35, also das macht doch ein bisschen Hoffnung. 47 von 100, wir haben noch 4 Tage, also unmöglich ist es jetzt nicht. Hier ist sogar noch was. Sehe ich gerade. Wenn ich jetzt das Unkraut hier noch entferne, dann steigen schon mal die Chancen, dass es hier was für uns gibt. Und hier sehe ich auch was. Ja, Iridium, Erz und Taro-Knollen ist nicht ganz das, was ich gesucht habe. Ach so, was ich jetzt irgendwie vergessen habe. Ich brauche ja Schlackenscherben, um die ganze Verzauberei zu machen. Da muss ich nochmal auf meinen Hof und nochmal in die Truhe reingucken. Ich glaube, da hatte ich die. Das wäre sonst wieder so typisch, so richtig, richtig schlecht. Dann müsste ich mich erst wieder durch die Minen kämpfen, um genug Schlackenscherben zusammenzubekommen. Aber wir haben hier 73, also. Alles, was wir nicht brauchen, erstmal hier rein. Also, wir gehen jetzt gleich erstmal nach oben. Hier. Kümmern uns erstmal um die Verzauberung. So, womit fangen wir denn an, Leute? Also, die Angel kann man übrigens auch verzaubern, nur mal so nebenbei. Also ich würde jetzt mal das Schwert nehmen und das mal mit dem Rubin verzaubern. Ach so, Moment mal. Das wüsste ich mal gerne. Das können wir vielleicht sogar rausfinden. Also wenn ich die prismatische Scherbe reinmache, das zählt nicht. Okay. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Also das zählt nicht dazu. Das finde ich gut. Also. Wir stellen her, das hier macht jetzt etwas mehr Schaden, weil vorher hatte es nur 60 bis 80. Jetzt sind 66 bis 88. Das ist also schon mal etwas mehr. So. Dann würde ich gerne noch den Topaz drauf machen. Ich könnte übrigens auch mehrere Rubine. Ich hätte es auch dreimal in Rubine reinmachen können. Da sind wir geschmiedet bei 2 von 3. Macht plus 1 Verteidigung. Das kann uns ja nicht schaden. Und wenn ich jetzt das dritte reinmache, den Aquamarin, bekomme ich nochmal kritische Chance drauf. So. Und jetzt kann ich noch die prismatische Scherbe dazu verwenden.
Wir haben auch genug Schlagscherben, gerade soeben. Und dann bekommen wir irgendeine Verzauberung. Und ich hoffe mal, dass es jetzt nicht der Heumacher ist, den wir bekommen. Was haben wir bekommen? Kunstvoll. Was macht das? Zeig mal, was macht ein Kunstvoll? Erlaubt es dir, Spezialzüge schneller auszuführen. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so geil, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich werde mir das vielleicht nochmal überlegen, ob ich da nochmal neu anfange. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, eure Miri.